Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ich kiffe und jetzt Box von Plusmacher. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ich kiffe und jetzt von Plusmacher. Das Ganze erscheint am 28. Februar. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das sechste Album von Plusmacher, das Ganze in der Box-Variante erschienen. Wir werden mal die Folie abmachen. Und dann kann es auch schon losgehen. So, wir haben hier zuoberst einmal das Label von Plusmacher Goldbräuler präsentiert. Plusmacher, ich kiffe. Und jetzt? Produziert von The Breed, von wem auch sonst. So, dann haben wir in der Mitte den Interpreten, Plusmacher, der hier in einer unfassbaren Menge von Spinat liegt. Hier schauen gerade mal die Arme raus und der Kopf. Ja, also ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht irgendwie eine Badewanne war oder irgendein größeres Behältnis, das man hier angefüllt hat und dann ist der gute Mann hier reingestiegen. Ist auf jeden Fall ein heftiges Cover. Passend zum Titel. Unten lesen wir auch wieder Plusmacher. Rechts alles hier in Spinatoptik. Plusmacher. Und hier lesen wir dann noch Purize Goldbräuler, also die Katalognummer von Goldbräuler dieses Releases. Plusmacher, Groove Attack, Das Maschine, Zirkus. Gut, also die Logos der Beteiligten. Hier zum Abschluss nochmal Plusmacher in Nahaufnahme. Der wunderbare Schnurri ist am Start. Barcode und natürlich die Beteiligten. Okay, dann schauen wir mal hinein. Die Box geht hier seitlich auf. Als erstes haben wir hier einmal das Purize Mische-Kit inklusive Aktivkohlefilter. Das Album an sich. Die Bonus-CD. 1, 2, 3, Sticker, eine Autogrammkarte und ein Poster. Von innen die Box, komplett in grün gehalten, also Spinat all over. Dann packen wir die Box mal zur Seite und nehmen uns mal die ganzen Inhalte mit Folie vor. So, also. Was haben wir hier? Hier haben wir noch so ein Siegel. Plusmacher, ich kiffe und jetzt Kit. So, geht das hier auf. Jawohl, wunderbar. Das kommt hier in so einem Druckverschlussbeutel. So, boah, der intensive Holzgeruch, der hier einem entgegenschlägt, der ist echt heftig. Also mein ganzes Zimmer riecht jetzt hier nach Holz. Schon krass. So, dafür haben wir erstmal keine Verwendung mehr. Das packen wir zur Seite und kommen zu den CDs. Nein, wo ist denn die Schweißnaht? Hier unten. Einmal und zweimal. So, das letzte Album von Plusmacher, Hasselbach, erinnern wir uns, da gab es ja sogar zwei verschiedene Boxen. Einmal die Box damals mit der Luftmatratze und einmal die Box mit der Bauchtasche. In diesem Fall hat man es bei einer Box belassen, also bei einer Variante, aber der Boxinhalt hat es dafür auch echt in sich. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, das Cover, wie auch schon das Boxcover designt, also 1 zu 1 das Boxcover, kommt in einem Jewel Case. Hier auf der Seite sehen wir verschwommen, aber auch etwas schärfere Pflanzen. Plusmacher, ich kiffe und jetzt. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 12 Tracks sind es geworden, wir haben hier zwei Features drauf, einmal von Botanica und einmal von Teasy.
produziert von The Breed. Barco ist natürlich dabei und die Beteiligten. Das Album gibt es natürlich auch ohne Box, also regulär das Album einfach auf CD und auch eine Vinyl. Die Vinyl werde ich euch in einem separaten Video noch gerne vorstellen. So, wir kommen zum Booklet. Plusmacher hier bei seiner liebsten Arbeit natürlich mit Joint im Mund. Pflanzen ohne Ende. Hier wieder das Bad im Spinat. Dann hier auf der Rückbank eines Autos. Und vor ihm die Frau, die Chauffeurin. Ich kiefe und jetzt Plusmacher. Dann jede Menge Spinat schon abgepackt. Dann nochmal der Schriftzug vor den Pflanzen. Dann haben wir hier die umfangreichen Credits zum Album. Also alle, die daran beteiligt waren, sind hier aufgelistet. Und hier nochmal zum Abschluss der Albumtitel. Jawohl, so sieht es aus. Dann packen wir das Booklet zurück und widmen uns der Album-CD. Auch hier wieder Spinat, soweit das Auge reicht, alles voll. Und eine Pflanze. Gut, damit nicht genug. Wir haben zusätzlich zum Album auch noch eine Bonus-CD. Die kommt erfreulicherweise auch wieder in einem Jewel-Case. Und hier haben wir sogar zwei CDs vorliegen. Also das Cover ident, bis eben auf den Zusatz hier Bonus-CD. Auch hier auf der Seite lesen wir wieder Plusmacher, ich kiffe und jetzt. Aber nicht Bonus-CD, sondern Instrumentals. Und wir werden sehen, es sind nicht nur die Instrumentals, genau, hier steht's, Instrumentals und A Cappellas. Deswegen ja auch zwei CDs. So, Booklet gibt es hier natürlich keins, aber wir haben hier so einen kleinen Einleger, der beidseitig bedruckt ist. Dann haben wir die Album-Instrumentals. Die sehen so aus. Und auf der Rückseite haben wir dann noch die zweite CD. So. Und hier haben wir dann die Album A Cappellas. Und auch hier wieder die Pflanze. Also, dann könnt ihr euch die Beats anhören, wenn ihr darauf Lust habt. Oder euch gehen die Beats auf die Nerven. Dann könnt ihr auch nur die A Cappellas, also die Tonspuren anhören. Alles dabei. Drei Sticker hat man hier ebenfalls beigelegt. Einmal diesen hier. Ganz klassisch in Schwarz und Weiß. Plusmacher, ich kiffe und jetzt. Der ist aber kreisförmig, man kann das hier an der Seite sehen, genau, hier kann man das dann rauslösen. Also einmal kreisförmig in Schwarz-Weiß. Dann haben wir das Albumcover quadratisch. Und noch einmal das Albumcover, wie wir es von der Box kennen, im Hochformat. Jawohl. So, und dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte im Querformat. Hier wieder Plusmacher auf den abgepackten Tüten hier thronend, hier mit weißem Stift unterschrieben, Rückseite blank weiß, so muss das sein. Ein Poster haben wir mit dabei und natürlich, wie soll das anders sein, auch hier wieder Plusmacher in kiloweise Spinat, also Albumcover im Hochformat. Und auf der Rückseite gibt es hier eine mächtige Pflanze in ihrer Blüte. Plus oben wieder Albumtitel plus Interpret. Also beidseitig bedrucktes Poster, einmal Querformat, einmal Hochformat. Und jetzt kommen wir zu den letzten Boxinhalten, die aber alle miteinander in Kombination stehen. Und zwar haben wir hier einmal das Purize Mischekit, bedeutet, wir haben hier oben so kleine Auslassungen, so gebohrte Löcher, die sind für die Aktivkohlefilter, bedeutet, man kann dann hier entsprechend die Filter reinstöpseln. Hier unten haben wir dann noch eine kleine Ablagefläche, so einen kleinen Spalt. Auf der Seite ist das dann noch hier mit Purize beschriftet. Der Spalt eignet sich unter anderem, um hier die Papers reinzupacken. Und in der Mitte, wo man dann die Mische zubereiten kann, haben wir das Ganze hier so mit, ja, ich würde mal sagen, mit so einer Plastikschicht versiegelt.
Und hier dann nochmal der Interpret beim Baden im Spinat abgebildet. Wunderbar. Das bedeutet, wenn man dann in Zukunft sich hier seine Joints zubereitet, dann ist Plusmacher hier immer dabei und beobachtet einen. Die Papers sind dabei auch hier wieder komplett in diesem Spinat-Design. 32 ultradünne King-Size-Paper. Dann haben wir hier noch mit einem Gummiring zusammengefasst eine Unterlage. So, und zwar eine, jetzt habe ich es natürlich genau falsch zusammengebaut. Wie gehört das am besten? Ich glaube es so. Gar nicht so einfach. Genau, so macht das dann schon mehr Sinn. Denn jetzt haben wir hier überall, vorhin war es quasi linksrum, jetzt haben wir überall den Schriftzug Plusmacher zu sehen. So, auch wieder von Purize das Ganze. Und das ist eine Form, mit der man dann hier entsprechend leichter bauen kann. Also eine, wie soll ich sagen, eine Joint-Bauunterlage, glaube ich, könnte man sagen. So, dann machen wir das Ganze wieder auseinander. Und dann haben wir hier noch dieses kleine Papiertütchen mit den Extraslim Aktivkohlefiltern. 9 Stück sind hier drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Auslässe hier. Also kann man das hier gleich rausholen und dann hier das aufmunitionieren, also das Magazin hier befüllen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Purize Mischekit, sowie die Aktivkohlefilter, diese Unterlage hier zum Bauen, sowie die Papes hier, die Autogrammkarte im Querformat, die Sticker einmal im Hochformat und zweimal quadratisch. Also 3 Sticker gesamt. Die Bonus-CDs, einmal die Album-Instrumentals, einmal die Album-A-Cappellas. Das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Und natürlich das Album an sich, Ich kiffe und jetzt im Jewel-Case mit insgesamt 12 Tracks und 2 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Ich kiffe und jetzt von Plusmacher. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Plusmacher unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.